So, Freunde, herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Let's Play WWE 2K16 Online. Hideo Itami ist unser Gegner, ist der gute Sascha. Der hat sich gerade noch eben das PlayStation Plus geholt, damit er gegen mich spielen kann. Und ich bin Sin Cara auf Wunsch der Community hin. Wir haben mittlerweile Level 3. Mein Track Record online im Let's Play ist 2-2. Hell in the Cell übrigens spielen wir. Das wird mal interessant. Und was ich ja beim letzten Mal noch ausprobieren wollte, wäre voll cool, Sascha, wenn du mir jetzt hören könntest, würdest du mich einfach mal versuchen zu pinnen, so früh wie möglich. Weil ich will ausprobieren, ob es dieses Jahr so ist, dass die Pin-Anzeige lokal berechnet wird und dann das Signal rübergesendet wird, sodass man nicht mehr die Probleme beim Auskicken hat, weil wenn das der Fall sein würde, das wäre ja echt geil. Weil so ein bisschen hatte ich das Gefühl und andere meinte das auch so, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Es wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice, wenn die Pin-Anzeige lokal berechnet werden würde. Aber dann würden sie wahrscheinlich auch beim Submission-System machen, ne? Alles klar, ich würde das mal ausprobieren. So. Also, hier auf der rechten Seite ist ein Kara, ein Hideo Itami. Ne? Könnte sehr interessant werden, Hideo Itami immer noch verletzt aktuell. So. Hey, aber dieses scheiß Chain-Wrapping, ey. Ich find's ein bisschen schade, dass man bei den Online-Matches nicht wirklich viel einstellen kann. Deswegen ist Shareplay eigentlich schon ganz cool. Weil man die Vorteile der lokalen Einstellungen nutzen kann, auch wenn man nicht allzu viel einstellen kann, aber halt so mal wie Chain-Wrapping könnte man dann halt aufstellen. In den allgemeinen Einstellungen. Quirk, 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 quirk. Kriegst eine Backpfeife. Zack, genau. Oh, der kommt angelaufen! Oh, das ist schon wieder down. Alright. Oh Gott. Was ist denn die Tammy? Das kennt er. Ha, ha, ha. Der Ref, ne? Hör mal auf hier. Ja, hier ist... Hier, Kara. Kara Mara. Kennt ihr noch? Alter, ich hab echt keinen Bock mehr. Leute. Ich hab echt keinen Bock mehr. Echt keinen Bock mehr auf die Scheiße. Olle Chain Grappling. Mach doch mal ein paar Running Aktionen. So wie ich hier. Zack! Fast getroffen. Ach ja. Ja, kennt er? Beziehungsweise die Hideo Itami hat ja irgendwie ganz etwas mehr Versuche gebraucht, einen Führerschein in den USA zu bekommen. Hat ja Finn Balor so ein etwas ironisch gemeintes Bild gepostet. Und ich glaube, der stand dann sowas sinngemäß wie: Nach dem 37. Versuch hat Hideo ist dann auch mal geschafft oder so. Alright. Haben wir gerade Flip Bottom gemacht oder wie das Ding hieß? Nice, nicht schlecht. Okay, die Powerbomb wird gekonnt, wie es scheint. Kennt er den, kennt er. Ha, lustig. Pin mich mal bitte. Sascha, wenn du mich hörst, pin mich mal bitte. Ich will mal ausprobieren. Ich will mal damit den Pin ausprobieren. Ich glaube, das wäre doch eigentlich voll sinnvoll. Warum machen das die WWE Games nicht jahrelang schon? Ist das nicht technisch gesehen möglich? Was ihr euch da auskennt, dass man die Kickout-Dinger lokal berechnet? Ich meine, der Gegner hat ja eh keinen Einfluss mehr darauf. Der drückt halt einmal Pin und das wird doch voll gehen, ne? Ich meine, Mr. Bischen, das wird ja dann mir sinnig erscheinen, dass dann beide gleichberechtigt sein müssen. Sag, dass der Witz von mir ist. Das Witz ist geschützt. Ja, Schmuckl. Schmuckl ist Witz. Sascha, ich glaube, der hört mich gerade irgendwie nicht. Ich mach die ganze Zeit Flip Bottom, ey. Was soll denn das? Hier, komm. Leg mich mal bitte hin und dann pin mich. Auf geht's. Ich mach nix. Und dann pin mich mal bitte sofort. Genau. Auf geht's. Alter. Der hört mich, glaube ich, nicht. Pinnen! Na, den halt nicht. Nee. Dann lassen wir das mal sein. Ist halt auch schwer auszuprobieren, ne? So, dann machen wir. Eigentlich wollte ich eine Springboard-Aktion machen. Aber wenn... Der PC so macht. Schöner Armdrag. Ja, ja, ja. Okay. Da springt er. Habt ihr gesehen? Treffen wir ihn. Oh, knapp. Okay, Sascha. Zeig mal, wo du drauf hast. Nee. Nee. Franz. Auf MMOGA steht das am 30.11. die PC-Version. Nein, stimmt nicht.
Zack. Also irgendwie viel Gegenwehr haben wir noch nicht von ihm bekommen, ne? Tolle, okay, nochmal. Aber er hat doch gerade das Spiel erst einmal online. Wie gesagt, viele Leute, das Sherpad. Habt ihr weniger Delay und so? Das wird ja. 1965 HKS fragt mich. Nächstes Jahr im Februar ist WWE Road to WrestleMania Magdeburg. Sieht man sich da? Problem ist, dass im Februar, und im Februar schreibe ich alle meine Klausuren in allen Fächern. Ich müsste gucken. Vielleicht, also kann sein, dass ich mir da wirklich mal Mühe gebe und für Klausuren lerne oder so. Und ich mir dann eine Ausrede einfallen lasse, nicht da zu sein. Was für ein Wochentag ist denn in Magdeburg? Braucht man für SharePlay PlayStation Plus? Natürlich. Für alles Online-mäßige braucht man PlayStation Plus. Aber wenn ich zu einer Live-Tour hingehen würde, dann Magdeburg, ja. Dann Magdeburg, weil das nächste ist von Berlin. Können wir mal wieder nach Berlin kommen? Mal letztes Mal 2013 lieber. Zack. Okay. Oh. Oh. Will er. Ja, klar. Dann machen wir hier dein Comeback. Dann machen wir hier dein Comeback. Finish up. Bam. Sascha, was ist da los? Komm, ich pinne jetzt einfach mal. 1, 2, abgebrochen. Weil ich nett bin. Sascha, was ist da los? Verstehst du nicht, dass du mich pinnen sollst? Pinn mich bitte einfach. Gibt's denn hier auch einen Chat irgendwie? Pinn mich! Ich glaube, der hört mir nicht zu. Pin mich jetzt! Come on! Okay, ich geb's auf. Nein, Freundchen. Okay, nächste Chance, die ich habe. Bring ihn down. Ein ziemlicher Move. Ich meine, wenn er gleich den Finisher macht, dann wird er wahrscheinlich so weit sein, um mich pinnen. Alright, komm. Nee, komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Idee. Mist. Es fängt an mit dem ziemlichen Move. Und Kick. 1, 2. 3. Okay. Pin mich! Danke, probieren wir mal aus. Ja! Funktioniert ohne Delay! Das ist doch mal richtig nice! Dann macht Online-Spielen ja so einigermaßen Spaß, wenn die Kickouts lokal berechnet werden. Also ich glaube mit Delay hätte ich das gemerkt. Vielleicht bin ich auch einfach, hatte ich auch einfach Glück gerade. Pin! Und das war's, Freundchen. Nee, wenn die wirklich lokal berechnet werden, das ist ja mal nice. Das ist ja richtig nice. Cool. Yeah. Fuck, jetzt macht er hin. Oh nein. Oh nein, Freunde. Oh nein, Freunde. Also kann sein, dass ich Missler habe, Freunde. Ne? Alles nein. Nee, kann's vergessen. Oh, already. Scheiße. Ach, wir konnten das. Hier, machen wir mal Roll-Up, wa? Ey, ich wollte Roll-Up machen. Ja, dann halt nicht. Schnapp ihn dir! Komm, schnapp sie dir! Komm, schnapp sie dir, Pokémon! Wir haben noch gar nicht viel den Cage hier mit einbezogen, das Match. Können wir ja machen. Oder ein bisschen die Regeln. Beugen, wenden. Ja, komm doch raus! Den El Torito! Hier kommt! Ah! Hatte klappt. So, perfekte Kombo. Achtung! Das wird schmerzhaft für die Jungs. Das wird schmerzhaft. Oh! Zack! Was war das denn? Naja, egal.
Hat so halb funktioniert, so wie ich das haben wollte. Kann ich nicht auch. Moment. Eine Running-Aktion machen und dann. Pass auf. Achtung! Jawohl! Das hat doch einigermaßen Schmerzhaft noch gesehen. Cool. So. Hey Franz, gibt es schon was Neues bezüglich Partnerschaft bei Hitbox? Ja, ich wurde vertröstet. Das ist die Neuigkeit. Ich habe nochmal nachgefragt, nach einer Woche. Immer noch keine Antwort. Naja, wenn die viel beschäftigt sind, so passiert das. Komm und schnapp sie dir! Hideo! Am Stuhl fast! Oh, pass auf. Dann gehen wir jetzt aufs. Gehen wir jetzt auf Cage. Ich hab doch nach rechts gedrückt. Oder? Wann kommt eigentlich das Moves-Pack DLC raus? Gibt's noch keine Info drüber. Suplexer! Suplex mal nicht. Alter, das kotzt mir mal an, dass man hier nicht vorbeikommt. Muss man mal außen rumgehen. Oder irgendwie so in der Art. Man kommt hier nicht vorbei. Genau, wir gehen hoch. Ich seh doch, komm. Ich krieg GTS ab. Und das ist ja ein Ende für mich. Das ist ja ein Ende für mich. Geronimo! Hatte klappt. Am 13. Februar ist die WWE in Magdeburg. Ist ein Samstag. Der Samstag. Mal sehen, ne? Manchmal hat man auch Samstagsklausuren. Aber nur zufällig. Muss ich gucken. Weiß gar nicht, wie viel Stoff man da lernen muss für die Klausuren und was nicht alles. Ach, mal sehen. Ein bisschen Panik vor. Vor allem, wenn man so Fächer hat, wo man eigentlich überhaupt nicht durchsieht. So wie Mathematik in der Uni, der noch eher mittelmäßige Dozenten hat. Dozentin. Oh, knapp. Wenn man gar keinen Bock hat, hinzugehen. Auch wenn man Montagsunterricht hat, aber erst um 12:15 anfangen muss. So ist das manchmal. Oh, Scheiße. Das geht nicht gut aus. Okay. Alles in Ordnung. Das Movepack kommt im März oder im Mai steht. Im Shop. Das glaube ich nicht, dass das im Shop steht. Könne vergessen. Oh, war schon wieder knapp. Mathe 1 oder Mathe 2? Meinst du, also Mathematik 1, also im ersten Semester, das meinst du oder was? Oder meinst du meine Note? Also ich glaube, Ziel muss er nochmal üben. Ihr merkt schon, ich habe hier gerade ein bisschen Q&A-Runde nebenbei. Weil hier oben kann man nicht allzu viel passieren, außer dass ich runterfalle. Oh, ich mach das Signature Move. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Well, the trick sometimes when you get outside the ring is survival. The match becomes almost secondary when you get near all these dangerous objects. Note. Nee, das meint er glaube ich nicht. Habt ihr gehört, ne? Alter. Und Geronimo! Oh! Small Pack? Hä? Was war das denn? Hat Small Package einfach nicht durchgezogen oder was? Jode, wie stehst du in den Hauptfächern? Wir haben keine Hauptfächer. Ich bin noch auf der Hochschule. Ich studiere. Da ist fast alles der Note abhängig von der einen Klausur, die du schreibst. Keine Hauptfächer mehr. Meine Hauptfächer sind Mathematik und Informatik. Dann habe ich noch Englisch, dann habe ich noch Webprogrammierung, Medientheorie. Und mehr Fächer habe ich nicht. Alter, wir kriegen diese scheiß Cell-Dings da nicht durch, ne? Es gibt beim Maschinenbau einen Mathe 1-Kurs und Mathe 2. Weiß ja nicht, wie es bei dir ist in anderen Bundesländern. Eins der Grundkurs und zwei ist der mit. Ne, so gibt es bei uns nicht. Wir haben nur einen Kurs für alle. Scheiße, jetzt geht das Ding durch. Endlich! Immer noch nicht! Immer noch nicht! Wir kriegen das Ding hier nicht durch. 15 Minuten geht die Folge schon. Wir haben 7 Minuten im Prinzip gar nichts gemacht. Mike Finisher? Nein. Okay, pass auf. Wir ziehen jetzt dahin, Mike Flip Bottom. Achtung! Mach Flip Bottom hier drauf. Achtung! Zack! Boah! Das ist doch mal ein geiles Finish, oder was meint ihr, Freunde?
Doch wenn man den Season Pass anklickt, steht in der Info, dass es im Mai oder im März erscheint. Was ist das denn für eine genaue Angabe? Mai oder im März? Du weißt schon, dass der April dazwischen ist. Das checke ich nachher direkt mal. Das glaube ich nicht. Ja. So, er hat einen Finisher immer noch am Start, den kann er jederzeit einsetzen, sobald er mich einmal kontert. Ich spam jetzt Dreieck. Hat geklappt. Nice. Alright. Und zum Finish. Die gute alte Super Atomico. Swanton Bomb. Scheiße. Fuck. Mist. Arschlecken. Hat er nicht durchbekommen. Oh Gott. Leute, das ist spannend. Hat er eine Aktion gekostet und ich bin weg. Alright, kann ich vielleicht. Ja, Pin Ass ist nach oben mittlerweile. So war das. Freundchen! Ah, vorletztes Bild! Oh! Scheiße! Nice! Ich finde richtig nice, dass die Pins lokal berechnet werden. Hat man mal wieder eine Chance online. Okay, dann komme ich. Dann kann ich mich doch dieses Jahr viel mehr mit dem Online-Modus anfreunden. Das haben sie echt nice gemacht. Hatten sie echt mal einen guten Einfall. So, wir machen jetzt nämlich. Moment. Na! Oh. Zack! Pin! Da kriege ich hier Nachrichten. Mal weiter. Match geht mir viel zu lange. Der bleibt doch einfach nicht liegen, ne? Und die ganze Zeit Flip Bottoms. Autsch! Wie wär's mit der Submission? Die mögt ihr doch alle. Was heißt lokal gesicherte, ne, gespeicherte Pins? Ja, dass man nicht mehr mit Delay die Pins hat, sondern dass die lokal berechnet werden und dann an den Server gesendet werden. Was ziemlich nice ist. Scheiße. Submission natürlich nicht, weil der Gegner da natürlich Einfluss drauf hat. Nice Reversal. Reicht jetzt auch langsam hier wieder. Oh fuck. Das war knapp. Der hat eine super Chance gerade gehabt auf den Finisher oder Signature Move. Aber jetzt reicht es mir auch. Freunde. Ready, steady, go. Mist, ey. Das giftet nicht. Jetzt macht der scheiß GTF. Ist nicht gecountert, klar. So ein Arschlecken. Okay, Franz, das schaffst du. Pin mich jetzt! Mach! Der ist aber mutig drauf. Scheiße, viel zu früh gecountert. Viel zu früh gecountert. Okay, Franz, das schaffst du. Du bist schon aus Schlimmem rausgekommen. Genau, früher wurden die Pins mit der Verzögerung vom Match berechnet, jetzt ist es unabhängig vom Pin und der Sitzung. Genau. So. To be a hell in a cell match for the ages. Yeah, and that's saying something given the hell in a cell matches we've seen. Was ist das für ein Match, Leute? Match of the Year, ich weiß nicht. 10 Minuten davon hätte man sich auch sparen können, eher. Ja, ja, Franz. Jetzt staunen die Leute. Was war die als Auskicke? Okay. Zack! Reicht mir. Kruzifix-Pin. Hä? Mach Kruzifix-Pin. Mach normalen Pin, meinetwegen. Scheiß doch drauf auf ein cooles Ende. Mann, ey! Leute! Ich will doch mal zu Ende bringen. No. Point is steady, ready, 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 go. Oh, Armbar! Das war wohl. Ich kann. Ey, on. Das ist echt scheiße. Aber ist egal. Bam. Und go. Geht durch. Das war jetzt aber endlich.
Ja, ich weiß, dass ich Kreis während dem Pin wegen der Aktion drücken muss für die Pin-Kombo. Bitte, Roadbreak, danke. Komm, das reicht jetzt langsam. Oh, Alter. Ey, Nummer 2, das ist Submissions, ne? Und hoffe jetzt auch ein bisschen Glück. Gibt ja wohl nicht. Nicht fast gewonnen. Scheiße! Ich mach fast gar nichts. Ey, das ist doch scheiße. Leg dich nochmal hin, bitte. So, nochmal Armbar. Komm! Alter, ist ekelhaft. Ich hab's Kreis gedrückt. Ich hab's gehört. Das ist so lächerlich, ne? So lächerlich. So lächerlich. Komm, vielleicht probiert er jetzt das Mission. Oh ne, Pin. Oh no. Fuck you. Also merkt schon, lokal wird, werden die berechnet, aber das wird dann angepasst. Trotzdem im Matchverlauf. Aber finde ich gut. Finde ich super. Wir machen eine Submission. Ist der rechte Stick gebutt? Der rechte. Nein, das Ding ist. Durch das Delay. Trinkst man nicht das Gehirn aus. Normalerweise schwinge ich schon die ganze Zeit, aber hier online mache ich bloß ganz kleine Bewegungen. Und ihr merkt ja, der Gegner ist ja voll hektisch unterwegs. Das macht ja vielleicht mehr Sinn, einfach stehen zu bleiben. So wie jetzt zum Beispiel. Ihr merkt schon, ich bewege meinen Stick ganz wenig. Und ganz kurz weit davor. Seht ihr? Das ist einfach Glück online. Via Armbar. Russ Armbreaker. Und dann ist einfach nur, weil ich ruhig geblieben bin und er war halt panisch unterwegs. Na, so war es. Good game, Sascha. Krasses Main Event Match. Naja, endlich. Ich denke und drücke mal alles vor. Naja, gut, Leute. Wir sind dann durch für die heutige Episode. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. War echt spannend, ne? Mit den Kickouts und was nicht alles. Und ich muss auch langsam mal nächste. Ach nee, das zählt nicht im Ranking, ne? Ich muss. Private Matches zählen nicht im Ranking. Das ist ja scheiße. Daumen hoch, cool. Let me go. Euer Franz, euer Verzog. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.